Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Und wir waren ja das letzte Mal stehen geblieben, kurz vor Junaleska. Ich habe mich im letzten Part nicht verabschieden können, aus Gründen wie X, Y und Z. Also genau, es gibt keinen triftigen Grund dafür. Ich habe mich unschön verabschiedet, sag ich mal. Irgendwie, meine Stimme ist dann voll abgekackt und geräuspert und dann dachte ich mir, ach, lässt du es ganz komplett weg. Have you chosen the one to become your faith? Who will it be? Might I ask something first? Will sin come back even should I use the final summoning to defeat it? Sin is eternal. Every aeon that defeats it becomes sin in its place. And thus is sin reborn. So that's why Jack became sin. Sin is an inevitable part of Spira's destiny. It is never-ending. Never-ending? But if we atone for our crimes, sin will stop coming back, yeah? Someday it'll be gone, yeah? Will humanity ever attain such purity? This cannot be! The teachings state that we can exorcise sin with complete atonement. It's been our only hope all these years. Hope is comforting. It allows us to accept fate, however tragic it might be. No! Where is the sense in all this? Braska believed in Yevon's teachings and died for them. Jack believed in Braska and gave his life for him. They chose to die because they had hope. Yevon's teachings and the final summoning give the people of Spira hope. Without hope, they would drown in their sorrow. Now choose. Who will be your faith? Who will be the one to renew Spira's hope? No one. I would have gladly died. I live for the people of Spira, and would have gladly died for them. But no more. The final summoning is a false tradition that should be thrown away. No. It is our only hope. Your father sacrificed himself to give that hope to the people, so they would forget sorrow. Wrong. My father wanted to make Spiro's sorrow go away, not just cover it up with lies. Sorrow cannot be abolished. It is meaningless to try. My father, I loved him, so I will live with my sorrow. I will live my own life. I will defeat sorrow in his place. I will stand my ground and be strong. I don't know when it will be, but someday I will conquer it. And I will do it without false hope. Poor creature. You would throw away hope. Well, I will free you before you can drown in your sorrow. It is better for you to die in hope than to live in despair. Let me be your liberator.
Sith. Now is the time to choose. Die and be free of pain, or live and fight your sorrow. Now is the time to shape your stories. Your fate is in your hands. Yuna needs Kimari. Kimari, protect Yuna. Well, I'm fighting. I can't believe we're gonna fight Lady Yuna Leska. Give me a break. You can always run. Ah. I'd never forgive myself. No way. Not if I ran away now. Even in death, yeah? My thoughts exactly. Yuna! This is our story. Now let's see this thing through together. Na, komm doch her, Yuna Leska. Dich machen wir fertig. Du meinst, du wärst was Besseres? Oh, der Alten werden wir zeigen. Tja. Und jetzt geht's für sie gleich ziemlich rund. Denn ich mache jetzt erstmal Haska auf uns alle. Und danach ist Party angesagt. Danach zermüllen wir die. Wir machen die so fertig. Wir werden... Oh, keine Ahnung, was wir mit der machen werden. Ja, mach uns ruhig blind. Mach uns ruhig blind. Ich hab nichts dagegen. Glaub mir. Und wir haben von ihr Wind des Jenseits geklaut. Sehr gut. Wind des Jenseits, naja, bringt uns ein Stück weiter. Damit können wir, glaube ich, jetzt später Tod lernen. Und ja. So direkt bräuchte ich Wind des Jenseits erstmal nicht, aber später, glaube ich, wohl. Bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Nee, Walker, du bist ja blind. Naja, aber es hätte ja sein können, dass du trotzdem triffst. So, dann noch hier, Hast auf Riku. So, und jetzt wird spannend. Jetzt wird erstmal Albert-Medizin benutzt. So, Walker, du bist immer noch blind, ne? Richtig? Ja, okay. So, okay, dann mach ich einfach mal Augentropfen. Wo bist du? Ich habe keine Augentropfen, naja, ich habe aber genug Allheilmittel. So, der Spaß kann jetzt schon fast losgehen. Übrigens ist sie so fies, dass sie mit ihrer komischen Attacke da einfach den Hasszustand entfernt. Das ist ziemlich nervig. Deswegen hofft man eigentlich meistens immer, dass sie blind macht. Bei Riku ist es natürlich was Tolles, wenn die blind macht, denn Riku ist es scheißegal. Die macht einfach ihr Ding. Die macht einfach nur Allheilmittel da mit ihren Autokur und alles ist super. Okay. Jetzt beginnt die nächste Phase. Das ist echt krass, was Yuna Leska so alles mit ihren Haaren anstellen kann. Zu komischen, fetten Viechern mutieren. Ja, und uns alle in Zombie verwandeln. Weihwasser ist gar nicht mal... Naja, ist gar nicht mal so nützvoll jetzt gerade momentan. Denn, ja, die verwendet später Level 5 Tod. Ein Zauber, der einfach alle... Oder einfach nur Tod, sag ich mal, auf alle. Und, naja... Wir könnten halt dabei sterben, wenn sie das macht. Falls wir keinen Zombie auf uns haben. Oder weiß nicht, wie der Attacker hieß. Vielleicht hieß sie auch einfach nur Blaster, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es schon okay, wenn wir einfach den Zombie-Status auf uns drauf haben. Allerdings benutzt sie manchmal Regener. Und ja, das ist dann für Charaktere, die gerade Zombie-Zustand haben, ziemlich schlecht, weil das dann jede Runde halt Leben abzieht. Aber zum Glück hat das gerade Riku bekommen. Das ist eigentlich, ja, für uns zum Vorteil, könnte man sagen. Regener. Ja, toll. Machen wir den Regener da. Herzlichen Dank. Ich ignoriere erstmal das Regener. Aber... Wir haben einen Vorteil. Wir sind ziemlich stark und können eigentlich ziemlich schnell wieder in die nächste Phase von Yuna Leska geraten. Mal schauen, wie lange wir brauchen werden.
und ob die überhaupt dazu kommt, ihre Attacke da einzusetzen. Riku verwendet jetzt halt immer die ganze Zeit ihr Autokur. Das ist, naja, teilweise gut, teilweise schlecht, wie man es nimmt, ne? Und ja, Walker, der ist hier so ziemlich froh. Der bekommt hier die ganze Zeit gar nichts ab. Ich mache jetzt einfach XXXXX. Ist mir egal. Hat kein Element, ist gut, macht einfach nur fett Schaden. Hier, schenke ich dir. Und da switcht sie auch schon in ihre nächste Phase. Ab diesem Zeitpunkt war für mich damals Schluss. Ich dachte mir, was zum Teufel? Junaleska, die kann ja echt so teuflisch sein. So. Riku war natürlich jetzt nicht im Zombie-Zustand und ist deswegen auch verreckt. Aber kein Problem. Wir beleben sie einfach wieder. Hättet ihr was anderes erwartet? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, oder? Und ich ändere gleich einfach mal von Riku ihre Rüstung. Dass sie die ganze Zeit Autokur macht, finde ich nämlich nicht gut. So, was mache ich jetzt? Ich mache auf mich Weihwasser. Genau. Walker, du machst einfach mal hier X-Potion. Und Rikus Autokur mache ich jetzt erstmal weg. So, Riku ist dran. Ändern wir mal die Rüstung einfach mal zu was? Ja, einfach nur zu mehr HP. Okay, geht auch. So, da die nochmal dran ist, verwenden wir jetzt einfach nochmal ein High Potion, um ihre HP ein bisschen nach oben zu bringen. So, aber jetzt wird wieder schön Schaden gemacht. Mit Reacher Hieb. Ja, bringt dir echt viel. Ja, finde ich gut. Also Zustandsveränderungen gibt es, glaube ich, für Junaleska gar keine. Denn die ist ja, sage ich mal, gerade hier so gesehen so eine High-End-Boss, könnte man sagen. Junaleska wird auch einer der stärksten Gegner im Spiel angesehen, die im Story-Modus vorhanden sind. Also halt jetzt, abgesehen von optionalen Bossen, ist sie die schwerste Bossin überhaupt im Spiel. Und eigentlich kann ich dir auch wirklich nur zustimmen. Weil wie gesagt, unser Glück ist gerade momentan, dass wir halt so dermaßen stark sind. Also irgendjemand muss mal Riku zurechtweisen, sonst wird es hier ziemlich übel enden. Oh, das ist aber nett. Okay. Walker, jetzt wirst du wiederbelebt. Und wir bekommen langsam Angst, was HP angeht, denn Riku könnte uns jetzt ganze Zeit immer ownen und ja. Das ist etwas, was ich gerade total scheiße finde. Denn Walker wird jetzt sterben und ja. Genau, das ist das Problem. Jetzt lebt nur noch der liebe Tidus und was machen wir jetzt? Ich mache Selbstmord. Ich bringe ihn nämlich um, belebe aber dafür zwei Charaktere. So, es wird jetzt Höllenbeißer gemacht, das ist auch gut so. Jetzt können die wenigstens nicht mehr von dem anderen Zeug da getötet werden, von dem Vernichtend. So, jetzt nur noch einfach Tidus wiederbeleben und jetzt können wir eigentlich theoretisch einfach wieder ganz normal angreifen. Aber ich heile lieber nochmal Tidus um 1000 HP, damit wir auch wirklich im richtig safen Bereich sind. Jetzt gibt es erstmal wieder einen Heulenbeißer, ne, weil Tidus natürlich nicht infiziert ist. Aber jetzt sind wir mit Zombie infiziert und sind so richtig geile Zombies. So, und jetzt wird erstmal wieder drauf geklatscht. Vielleicht wäre es besser, vor dem Kampf einfach mal Ekstase-Typ, Kampfgeist zu nehmen. Denn hier bekommen wir gerade kein HP. Ekstase.
dazu, also können wir keine Limit Breaks verwenden und das ist eigentlich relativ schade. Mind Blaster. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das ist sehr gut. Warum? Ja, weil, ja. Nur noch einer im Konfuszustand ist. Das ist ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe schon fast Panik bekommen. Anstatt dass ich Tidus aber heile, gebe ich ihr einen Ball. Hey, Moment. Wieso werft denn Walker zurück? Das ist zwar ein Fehler des Simulators, aber ich dachte nicht, dass er kommen würde. Okay, Tidus, ich sag mal gute Nacht. Es war so schön mit dir. Jetzt Rico, nein, nein, nein. Gut. Jetzt müsste der Konfuszustand auch wieder von Rico weggehen. Weil Höllenbeißer ja eigentlich ein physischer Schaden ist. Wie man jetzt gut sehen konnte. So. Rico, bist du jetzt auch mal dran? Ja, Rico ist dran, jawohl. Gut, dann holen wir mal wieder Tidus ins Leben zurück. Dann verwendet sie wahrscheinlich gleich auch wieder Höllenbeißer. Ist aber nicht so schlimm. So. Regener? Was? Nicht schon wieder. Ah, okay, okay. Auf uns ist es ziemlich gut. Denn wir haben noch ganz so einen Zustand. Wir heilen uns nämlich noch dadurch. Wir lassen das Ganze einfach mal ein bisschen ausarten, ne? Wir wollen ja noch irgendwas von unseren Bestias sehen, die wir so schön haben. Also, denke ich mal, holen wir einfach mal Bahamut her. Dann kann sie uns wenigstens während dieser Zeit gar nichts. Wie viel Leben hat die eigentlich denn noch? Angriff? 13.000 Leben. Oh, okay. Hat ja nicht mehr so viel. Mega Flare. Boah, hat nur noch 11.000. Ach, hat nur noch 1.000 irgendwas Leben. Das ist auch gut. Natürlich wird sie uns jetzt umbringen. Das ist natürlich ganz komplett logisch. Denn sie mag uns jetzt nicht mehr. Oder auch nicht. Könnte sein, dass wir doch nochmal zum Angriff kommen. Jo, kommen wir sogar. Ja, dann sage ich mal, gute Nacht, Junaleska, ne? Was? Ach, du lebst noch. Ach, das ist sogar total gut. Denn wenn wir jetzt sogar mit einem Charakter angreifen könnten und der genug Schaden macht, könnten wir sie sogar vernichtend schlagen. Und das wäre auch für uns zum Vorteil. Also die hat jetzt circa, weiß ich nicht, 200 HP oder so, denke ich mal, so um den Dreh. Aber auf jeden Fall unter 1000. Und ja, Rico, zeig mal, was du kannst. Hä? Hey, Moment mal. Die hatte doch gerade noch 13.000 Leben übrig. Und dann haben wir Mega Flare gemacht und sie lebt immer noch. Hey, Moment. Eine Sekunde. Was sehe ich hier falsch? Habe ich mich jetzt gerade total verguckt oder wie? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Jetzt war es aber mit dir.
If I die, so does the final Aeon. And with it, Spira's only hope. Then we'll find Spira a new hope. Fool. There is no other way. Even if there was. Even if you did destroy Sin. You, Yevon, the immortal, would only create Sin anew. You, Yevon? Ah, Zaon. Forgive me. Spira has been robbed of the light of hope. All that remains is sorrow. Selber schuld, die war so angriffslustig. I cannot believe what we just did. Let's do something more unbelievable. What? Destroy Sin, so it won't come back. And without the final Aeon. I don't know how just yet, but I'll find out. Okay, wunderbar. Und bevor wir jetzt hier irgendwelche Mist anstellen und zurückgehen, gehen wir hier nach rechts. Und dann sind wir wieder am Anfang, aber dort hinten ist eine Truhe erschienen. Übrigens sollte man das jetzt machen, weil wenn man hier später zurückkommen wird, dann wird hier jemand Böses auf uns warten. Und naja, ob man den direkt auf Anhieb schafft, na, ich weiß nicht. Deswegen, es wäre besser, dass wir das jetzt einsammeln. Okay, und wir machen jetzt an dieser Stelle mal eben einen kleinen Schnitt und ich sage einfach mal, Leute, bis zum nächsten Mal und bis dann, stay emotional.